Hallo ihr Lieben, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach diese Küken machen könnt. Die sind aus Karton gearbeitet, mit zwei Wackelaugen, einer kleinen Blume, auch aus Fotokarton. Es geht ganz einfach und ja, ist auch was für die ganz kleinen Bastler, für ihre ersten kleinen Kunstwerke. Also ich zeige euch mal, was wir dafür brauchen. Wir brauchen Fotokarton in Gelb und in Weiß. Und da habe ich mir schon mal so kleine Stücke vorgeschnitten. Dann brauchen wir als Schablone diese Malscheibe. Das ist eine dickere Kunststoffscheibe. Die nehme ich mir als Schablone. Dementsprechend habe ich mir eben diese Kartonstücke schon mal vorgeschnitten. Das wird dann hier drauf gezeichnet. Dann brauche ich orangefarbenen Karton für den Schnabel. Und den knicke ich mir dann einfach in der Mitte und schneide dann den Schnabel aus. Dann für diese Größe habe ich jetzt 18 mm Wackelaugen gewählt. Dann habe ich mir aus diesen Stanzformen, das sind zweimal die gleiche Stanzform in zwei verschiedenen Größen. Da mache ich dann diese Blüte, die dann da oben aufgesetzt wird. Dann noch ein paar kleine Strasssteine und Schere, Bleistift und einen Bastelkleber brauchen wir. So, dann räume ich das ein bisschen hier weg. Ja, und eben für die Blume habe ich jetzt rosa und lilafarbenen Karton genommen. Jeweils immer Fotokarton, bisschen was Festeres. So, jetzt drehe ich mir das hier. Also, als erstes fangen wir an, so ein Kartonstück zu nehmen. Dann setze ich mir die Malscheibe drauf und umrande einmal dieses Motiv. Das gleiche mache ich auch bei einem Stück weißen Karton. Einfach mit dem Bleistift nachzeichnen. Das schneide ich dann ganz einfach aus. Also einfach der Bleistiftlinie entlang ausschneiden. Ich habe das schon mal vorbereitet, damit es schneller geht. Das ist jetzt einmal eben der gelbe, einmal der weiße Karton. Und jetzt wollen wir ja hier die Eierschale gestalten. Und dazu schneide ich mir jetzt ganz einfach mit der Schere oben ein Stückchen ab. So. Und unten auch ein bisschen abschneiden. Und den Rest hebe ich mir schon wieder auf für andere Blümchen, die ich dann stanzen werde. Das schmeiße ich natürlich nicht weg. So, und jetzt fangt ihr an, einfach wahllos so kleine Dreiecke auszuschneiden. So, das wird jetzt der untere Teil. Dann oben genauso.
Einfach wahllos. Kann ruhig unregelmäßig sein. Ist ja eine Eierschale, die gerade aufgebrochen wird. So, dann kleben wir mal den unteren Teil drauf. Dazu streiche ich mir auf die Rückseite etwas von dem Bastelkleber. Dünn, ja, jetzt nicht so viel nehmen. Wirklich dünn einstreichen. Also ich schau mal, ob ich von der Seite kommen kann. So, ist ja immer die Kamera dazwischen. Also, wir streichen das wirklich nur relativ dünn ein. So, dann nehmen wir das vorsichtig auf. Und geben das mal hier unten drauf. Bisschen andrücken. Das hält dann auch schon. Jetzt nehmen wir uns die obere Eierschale, streichen die auch mal ein. Und bevor wir das aber jetzt aufsetzen, genau, wir brauchen ja auch noch ein Stück Farben. Da schneiden wir uns ein Stück ab. Und verknoten das Ende. Dann schneide ich noch das bisschen, was übersteht, noch weg. Nicht zu kurz, aber ein bisschen. Und jetzt wird das... Dazu können wir uns aber eigentlich so einen kleinen Tupferkleber hier noch draufsetzen. Schon da oben. Dann ist das ein bisschen fixiert und rutscht uns jetzt nicht weg, weil der Knoten und der Faden sollte jetzt relativ in der Mitte sitzen. Und jetzt nehme ich mir die obere Eierschale und setze das hier drauf. Wieder ein bisschen andrücken. Jetzt haben wir den Aufhänger zwischen dem gelben und den weißen Teil eingesetzt. Als nächstes werden wir die Wackelaugen aufkleben. So, dazu nehme ich wieder den Kleber. Mach zwei Punkte drauf. Nehme mir die Augen und da ist noch der Faden dran. So. Setz das Auge drauf. Das kann ich ja dabei halten. Und dann das andere. Ein bisschen drücke ich schon runter. So. Genau, dann den Schnabel. Ich habe zwar hier schon einen, aber ich zeige euch nochmal schnell, wie ich das mache. Ich habe jetzt hier nur so ein kleines Stück Karton und geht natürlich auch mit einem größeren Stück Karton. Ihr knickt euch das einfach einmal in der Mitte und schneidet ein Dreieck aus. Und dadurch haben wir gleich diesen Knick drinnen. Und auch da gebe ich hier etwas Kleber drauf.
Ist eigentlich so ähnlich wie bei meinen gehäkelten Küken. Und deshalb bin ich da auf die Idee gekommen, dass man das auch ganz, ganz, also noch einfacher für kleine Kinder auch umsetzen kann. Da braucht man ja auch was für Ostern. Jetzt ist das Schneewittchen auch drauf. Und jetzt bekommt es noch hier diese süße Deko. Ich finde das so niedlich mit den Blumen. Und zwar habe ich hier eben auch schon ein paar vorbereitet, aber Stanzen müsste ich euch jetzt nicht zeigen. Ist mir klar. Ich zeige es euch trotzdem. einfach reinlegen. Und kräftig drücken. Einmal. Und ich brauche sowieso mehr Blümchen. So. Dann nehmen wir auch gleich die. Und diese hier setze ich mir auch wieder mit dem Bastelkleber zusammen. Also ein kleines Pünktchen reicht hier von dem Kleber. Dann nehme ich mir den kleineren Teil und den setze ich hier drauf. Und zwar habe ich das jetzt so gemacht, dass die kleine Blume nochmal versetzt ist zur größeren. Ich finde das total niedlich. So. Und dann kommt auch noch ein Klebepünktchen oben drauf. Und da nehme ich jetzt diesen pinken Strassstein und setze den einfach drauf. Und das Ganze wiederum kriegt hier ein Kleberpünktchen. Und jetzt nehmen wir das vorsichtig hoch. Setzen das auf diesen Klebepunkt auf, drücken das hier vorsichtig an. Ja, dann lasst es noch trocknen und es ist im Prinzip schon fertig. Das Blümchen, das ist so süß. Gefällt mir so gut. Ja, und dann könnt ihr es, wenn es trocken ist, aufhängen. Ist auch eine nette Fensterdeko oder für die Tür. Da könnte man natürlich dementsprechend, wenn ich hier auch noch ein Band oder einen Faden nehme, kann man das dann auch als Girlande machen. Fällt mir gerade ein. Das ist ja mal nett. Schaut mal, dann hätten wir hier, wenn wir das jetzt so wie oben auch unten einkleben würden, könnten wir eine Girlande draus machen. Ja, wie süß ist das denn? Ich glaube, das werde ich auch machen für die Tür draußen. Weiß noch nicht, entweder ein Osterkranz oder diese Girlande. Finde ich total nett. Na gut, ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Und ich konnte euch da wieder eine nette Idee zeigen. Ja, und ich lasse mir wieder was Neues einfallen. Bis bald, ihr Lieben.